Okay, heute möchte ich mit euch so ein Windrad hier bauen. Das Tolle an diesem Windrad ist, dass ich schon bei auch kleinen Windgeschwindigkeiten schön dreht. Ihr seht es hier. Es läuft sehr ruhig, sehr gut und es ist ziemlich einfach zu bauen. Und das Tolle daran ist, es funktioniert garantiert und ist auch mit kleineren Kindern leicht zu bauen. Okay, wie baue ich das? Beginnen tut es mit so einem Würfel hier. Durch den wird zweimal durchgebohrt, einmal von oben und einmal von der Seite mit 10 mm. Das ist dann später da kommen später dann die Flügel rein. Zusätzlich hier vorne ein Loch, da brauchen wir eine Schraube durch, an der wird es dann befestigt. Dann gibt es vier Flügelräder, das sind diese hier. Das ist das zweite. Und dann gibt es natürlich vier Stück. So werden die gebaut. Eigentlich ist es ziemlich einfach zu bauen. Ich zeige es euch hier mal. So sieht die Vorlage aus. Also ihr seht 75 mm, 85 mm, hier vorne 16 mm. Das Ganze sägt ihr aus einem 4 mm Pressspanholz raus. Die Vorlage gibt es natürlich auf meiner Homepage www.ronnybertens.de. Dann bei Basteln mit Holz, dann bei Windrad gibt es die Anleitungen und auch die Vorlagen. Also viermal diesen Flügel aussägen. Dieser Flügel wird auf einem Rundholz befestigt. Das sägte, wie ihr hier seht, aus diesem 10 mm Holz sägt ihr einfach ungefähr 200 mm was raus. Das Ganze ist 700 mm lang. Das Ganze auch viermal. Und dann nagelt ihr und leimt ihr zusätzlich natürlich noch diese Flügelräder, leimt ihr dann hier drauf. Und dann habt ihr das hier schon fertig. So, das Ganze sollte nun abgeschliffen sein und natürlich mit wasserfestem Leim gebaut werden. Als nächstes kommt hier hinten dran so ein Vierkantholz. Hier ist die richtige Länge entscheidend, denn wenn das hier zu lang wäre, dann würde das Windrad nach vorne oder hinten kippen, was natürlich nicht gut wäre. Auch hier findet ihr die Vorlage auf meiner Homepage. Ups, das war das Falsche. Genau, hier seht ihr es dann. Also bei 2000 mm kommt die Bohrung. Das ganze Vierkantholz ist 3000 mm lang und 15 mal 15 mm breit. Nachdem ihr das gesägt habt, kommt vorne eine Schraube rein. Die Schraube ist ganz wichtig, dass die hier kein Gewinde hat, denn hier läuft nachher später das Windrad drauf. Okay, ich gerade habe diese Schraube hier gesehen. Das war diese Schraube hier. Wie gesagt, hier kein Gewinde, darf dann reingeschraubt werden. Okay, dann geht's weiter. Als nächstes kommt, und fast als letztes, kommt hier hinten noch dieses Brett hier hin. Das ist deswegen so wichtig, damit das Windrad sich auch in den Wind dreht. Das sieht man hier sehr schön. Moment, hier war es, glaube ich. Hier sehr schön, dass an dem Windrad hier, in dem Moment, wo der Wind von einer anderen Richtung kommt, dass sich das dann auch in die richtige Richtung dreht. Sonst wird sich's ja nicht weiter drehen. Genau, dann geht es weiter. Das Ruder hat 140 mm, 140 mm und bei 170 mm kommt dann hier so eine kleine Kerbe rein, das hat 100 mm, wird dann einfach hier drauf geleimt und mit zwei, drei Nägelchen befestigt. Als letztes kommt dann, wie ihr hier seht, gleich, als letztes kommt dann hier ein Rundholz hin. Dieses Rundholz wird ebenfalls mit einer Schraube hier oben befestigt. Als Schraube solltet ihr wieder so eine Schraube hier nehmen, einfach damit es gut läuft. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Fett drauf tun, das schadet nie. So, und jetzt ist das Ganze schon fertig. Eine tolle Sache für klein und groß. Probiert es einfach mal aus, baut es mal nach. So, hier seht ihr das Windrad dann nochmal als Foto hier drauf. Also eine ganz feine Sache. Und das Tolle ist, ich habe hier einen Fischertechnik-Motor angebaut, den mit Heißkleber durchgeklebt und Stangen befestigt und das LED hinten hat es locker angetrieben, es hat sehr hell geleuchtet. Also eine ganz tolle Sache. So, jetzt können wir nochmal kurz das Windrad genießen hier. Also wirklich eine ganz feine Sache. Okay, also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Bis demnächst.